In diesem neuen BMW ließ ein Mann namens Atsubuike seinen Vater in Nigeria begraben. Dieser Luxusschlitten geht aus der Fabrik direkt unter die Erde. In Nigeria hat ein Mann seinem Vater eine besondere letzte Ruhestätte ermöglicht. Er ließ ihn statt in einem Sarg in einem brandneuen Luxusauto beerdigen. Atsubuike aus Mbosi, Bundesstaat Anambra, wollte seinen Vater ehren, berichtet die Daily Mail. Der reiche Mann hatte seinem alten Herrn versprochen, dass er eines Tages einen schicken Wagen fahren würde. Doch er habe es verpasst, das Versprechen rechtzeitig einzulösen. Bei Facebook kursieren Fotos von der Beisetzung, Sargträger lassen den silberfarbenen BMW im Wert von rund 75.000 Euro in die Grube hinab, während Trauergäste zuschauen. Viele User ärgern sich darüber, dass so viel Geld einfach versenkt wird. Einige finden, dass Atsubuike seinen Vater verspottet, andere meinen, das Geld hätte man lieber in die Entwicklung seines Heimatdorfes stecken sollen. Kauf deinem Vater ein Auto, wenn er noch lebt, wenn du wohlhabend bist und beerdige ihn in einem anständigen Sarg. Dies ist einfach nur dumm und Protzerei, zitiert die Daily Mail Sifiso Inomakashila. PS, sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild.News? Teilen, Twitter, teilen auf Google Plus per WhatsApp, verschicken per Mail, versenden.